Und grüßt euch! Heute nochmal mit einem kleinen Glitch-Tutorial, wie ihr ganz einfach euer Aussehen verändern könnt, auch euer Geschlecht sogar und eure Skills dabei verdoppeln könnt. Wie das geht, das seht ihr gleich. Erst einmal möchte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass ich schon ein Glitch-Tutorial heute hochgeladen habe, zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit mittags rum, wie ihr euch ganz einfach in jedes Gebäude im GTA Online-Modus, was normal euch versperrt ist, hineinglitchen kann. Das ist natürlich in der Videobeschreibung und der Link zu dem netten Menschen, der mir dieses geile Video zur Verfügung gestellt hat, denn ich hatte keinen Bock, das selbst aufzunehmen. Also vielen Dank an dich, ID Zock. Er ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zum Glitch. Ihr müsst erst einmal einen zweiten Charakter haben, den ihr neu erstellen müsst. Falls ihr einen habt, müsst ihr den unbedingt löschen, denn man muss ihn nochmal neu leveln, leider. Und zwar müsst ihr dann löschen als Sicherheit nochmal selbst eingeben, von Rockstar Games eingerichtet. Dabei müsst ihr einfach nur die Tastatur auf Englisch umstellen. Das heißt, Select drücken oder auf Eingabemodus selbst raufdrücken. Und dann mit L2 könnt ihr dann halt variieren zwischen Ä und Ö und A und O halt. Und somit könnt ihr dann das Ö ganz einfach schreiben. Und dann müsst ihr hier unbedingt die Einführung überspringen, nachdem ihr alles gespeichert habt. Der Charakter muss übrigens nicht schön aussehen, weil er am Ende des Tages euch nur ermöglichen soll, dass ihr euren Erstcharakter verändern könnt. Und dann, sobald wir in der Online-Sitzung sind, müssen wir uns leider bis Level 6 leveln. Warum bis Level 6? Weil man erst ab Level 6 in die Flugschule gehen kann. Und sobald ihr die dann auf der Karte seht, könnt ihr dann ganz einfach die Charakterauswahl wieder öffnen. Und wenn ihr dann in der Charakterauswahl drin seid, dann müsst ihr einfach nur noch wieder auf den zweiten Charakter raufgehen. Und während sie euch dann fragen, ob ihr das Aussehen des Charakters ändern wollt, weil man ja immer beim zweiten Mal online betreten nochmal die Chance bekommt, den Charakter zu ändern, müsst ihr einfach euch abmelden oder euer LAN-Kabel aus der PlayStation rausziehen, so dass ihr einfach dashboardet. Und dann werdet ihr wieder zurück in den Singleplayer-Modus geworfen. Und sobald ihr im Singleplayer-Modus seid, könnt ihr euch einfach wieder anmelden und den Online-Modus dann, sobald ihr wieder angemeldet seid, einfach betreten. Und dabei ist es noch kurz zu erwähnen, dass es wirklich nur geht, wenn ihr die Flugschule freigeschaltet seht. Warum auch immer, Rockstar Games hat es leider gepatcht. Ich verstehe es auch nicht warum, aber es geht jetzt wirklich erst so spät. Das heißt, ihr müsst dabei einfach ein paar Überfälle machen, also die Läden einfach überfallen oder irgendwelche Missionen machen. Das dauert natürlich etwas länger, ist wirklich ein richtiger Nachteil am Glitch, aber so könnt ihr immerhin, falls ihr so einen richtigen Heslon im GTA Online-Modus habt, den ganz einfach so verschönern. Hier wurde einfach mal der Bart geändert. Finde ich sehr gut, ist eine richtige Entscheidung gewesen. Und jetzt sieht er ganz normal aus, ein junger Spund halt, wie man mit 21 aussieht. Und jetzt sind wir dann wieder zurück im Online-Modus und da wird er gleich noch einmal Pfeiltaste nach unten drücken und da sehen wir, dass sich die Skills von 2 Balken auf ganze 4 Balken von der Stärke verbessert haben und der Rest ist sowieso schon maximal gewesen, aber ich hatte es auch selbst gemerkt, als ich den Glitch bei mir gemacht habe und zwar wurde mein Schleichen von 60 auf 100% aufgelevelt. Warum auch immer, dieser Glitch verdoppelt die Skills, die davor vorhanden waren, noch einmal darauf. Das ist auf alle Fälle richtig geil und das macht den Glitch dann doch noch einmal empfehlenswerter, weil man davon gleich seine ganzen Skills levelt, die man vor allem vielleicht sonst nicht so gut leveln könnte, wie zum Beispiel Lungenvolumen. Und das war's auch vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal eine positive Bewertung da. Würde mich auf alle Fälle wieder mal riesig freuen. Den Lümmel-Support wollen wir mal wieder spüren. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video morgen sehen. Bis dahin, euer Jaa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